Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Am 26. Oktober haben wir in Köln eine der bundesweit größten rechtsgerichteten und muslimfeindlichen Veranstaltungen, Versammlungen seit langem erleben müssen. Und Herr Laschet, ich finde, das ist das eigentliche Problem, über das wir diskutieren sollten. Das ist das Thema Rechtsextremismus, wie wir damit umgehen, mit menschenfeindlichen Einstellungen in dieser Gesellschaft. Und ich finde es außerordentlich schade und auch peinlich für dieses Parlament, dass das nicht diskutiert wird. Ja, natürlich müssen wir auch über den Polizeieinsatz diskutieren. Aber unser eigentliches Anliegen muss doch sein, dass sowas, was wir da am 26. Oktober gesehen haben, dass das nicht noch mal vorkommt, dass wir über islamfeindliche Einstellungen dieser Gesellschaft diskutieren müssen. Und das vermisse ich bei Ihnen. Sie müssen bei Wikipedia nachgucken, was Hooligans sind. Das ist doch peinlich. Das kann doch nicht wahr sein. Die CDU hat, wir hatten 3 Tage vor der Versammlung, hatten wir eine Innenausschusssitzung. Wir hatten eine Innenausschusssitzung, wo unter anderem der Punkt Salafismus auf der Tagesordnung stand, 3 Tage vor der Versammlung. Und ich habe die Frage gestellt, wie schätzt denn der Verfassungsschutz diese Versammlung am Sonntag ein? Bei der CDU war nur Kopfschütteln, die Schäfer wieder mit ihren Nazi-Themen. Da haben Sie sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. 3 Tage später sind Sie plötzlich die Experten dafür. Das ist doch peinlich, das ist doch beschämend für Sie. Und ja, ich war an diesem Sonntag auch in Köln. Ich habe mir das auch angeguckt, weil ich häufig Demo-Begleitungen mache, weil ich mir häufig Nazi-Demos angucke, um zu sehen, wie dort die Entwicklungen sind. Und ja, ich war auch schockiert über die Bilder. Bei der Auftaktkundgebung am Breslauer Platz war die Stimmung schon extremst aufgeschaukelt. Durch Sprechgesänge, Chörgesänge, das können die auch alles aus dem Stadion, schon extremst aufgeschaukelt. Da hat ja auch die rechtsextreme Band Kategorie C gespielt. Ich war am Eigelstein dabei, als Neonazis und Hooligans versucht haben, durchzubrechen durch die Polizeiabsperrung. Als massiv Flaschen geworfen wurden, wo ich mir schon dachte, wenn das so weitergeht, wir werden hier viele Verletzte sehen heute Abend. Mit so einer massiven Gewalt, die dort vonstatten gegangen ist. Ich war am Ebertplatz dabei, als neben Personen, als ein Übergriff stattgefunden hat, als eine Schlägerei losging. Und ja, für mich war das schockierend, für die anwesenden Bürgerinnen und Bürger, für die Anwohnerinnen und Anwohner waren das schockierende Bilder, die wir da am 26. Oktober in Köln erleben mussten. Und deshalb will ich hier auch noch mal sagen, jetzt ist hier schon viel den Polizeikräften gedankt worden. Ich will mich dem anschließen, weil ich glaube, dass diese Situation vor Ort für die eingesetzten Polizeikräfte alles andere als einfach war. Die waren einer hohen psychischen, aber auch physischen Belastung ausgesetzt. Ich habe da hohen Respekt vor dem, was die geleistet haben. Und ich glaube, dass sie auch Schlimmeres noch verhindern konnten. Und ich will Ihnen auch noch mal sagen, warum ich hier meine Eindrücke von Köln schildere. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin häufig bei Neonazi-Demos, habe schon häufig jetzt auch Polizeieinsätze begleitet. Aber das, was ich da gesehen habe, an aufgeheizter Stimmung, an Gewaltbereitschaft, an Brutalität, das habe ich so bei rechtsextremen Aufmärschen in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen nicht erlebt. Und ich glaube, da war ich nicht die Einzige, die schockiert darüber war, die erschrocken war, die aber auch überrascht war. Und da, finde ich, gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es ja vor der Versammlung eine Abfrage gegeben hat von den NRW-Sicherheitsbehörden, auch an die anderen Länder, an den Bund, an die Sicherheitsbehörden, an Polizei und Verfassungsschutz. Wie schätzt ihr das ein? Habt ihr Erkenntnisse? Die haben zurückgemeldet, ja, punktuell kann was passieren, aber dass es so dermaßen von dieser gesamten Gruppe ausgehen würde, das hat vorher keiner eingeschätzt. Und insofern können Sie die Kritik auch nicht nur an die NRW-Behörden richten, sondern das ist ein Thema und ein Einsatz, den wir, meine ich, auch bundesweit nachbereiten müssen, was die Einschätzung angeht. Gehört zur Wahrheit dazu, Herr Siebeke, auch wenn Ihnen das nicht passen mag. Ja, das mag Ihnen nicht ins politische Konzept passen, aber es gehört dazu, wenn Sie differenziert darüber diskutieren wollen, was da passiert ist vor Ort und was die Einschätzung vorher war. Die Polizei ist ja von 4.000 Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmern ausgegangen und auch davon, dass es Gewalt durch Einzelne geben würde. Ansonsten hätte die Polizei nicht mit 4 Wasserwerfern da gestanden. Ich war schon auf vielen Demos und dass Wasserwerfer in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden. Das passiert extremst selten. Hier sind sie zum Einsatz gekommen. Die Polizei hatte diese vor Ort. Aber, das muss man auch sagen, die Polizei hat mit Gewalt gerechnet, aber eben nicht mit dieser massiven Gewaltanwendung, nicht mit dieser Qualität von Gewalt. Und ja, es stimmt, sowohl bei Hooligans als auch bei Rechtsextremen wissen wir, dass Gewaltbereitschaft ein zentrales Element in diesem Phänomen ist. Das ist bekannt. Aber diese breite Mobilisierung von rechten Hooligans, von gewaltbereiten Neonazis gegen Musliminnen und Muslime in diesem Land und diese massive Gewaltanwendung haben offensichtlich auch die Behörden überrascht.
Und warum das nicht vorher gesehen wurde, ich finde, das gehört jetzt mit in die Nachbereitung. Ich will aber auch noch mal was sagen zum Komplex Neonazis und Hooligans, weil ich das wichtig finde, weil mir das fehlt hier in der Auseinandersetzung, gerade mit der CDU. Sie müssen auf die Inhalte gucken, Sie müssen auf die Phänomene gucken, damit so etwas nicht noch mal passiert. Dass sich Alt-Hooligans reorganisieren, das ist bekannt, das wissen wir eigentlich schon länger. Am Beispiel Aachen haben wir das zum Beispiel gesehen, wo die Aachener Ultras, die eher antirassistisch orientiert sind, aus dem Stadion gedrängt wurden, auch durch die Alt-Hooligans, durch die Supporters beispielsweise. Das haben wir dort erlebt in den letzten Jahren. Und ich meine, dass man viel zu lange davon gesprochen hat, dass der Sport eigentlich vermeintlich unpolitisch sei. Er ist nicht unpolitisch. Die Fangruppierungen sind nicht unpolitisch. Die Hooligans haben schon lange auch rechte Symbolik immer wieder genutzt und sind damit aufgetreten. Und ich finde, gerade diese Hogeza-Bewegung macht doch deutlich, was für rassistische, muslimfeindliche Personen hier zusammenkommen. Und von Anfang an waren Neonazis mit dabei. Siegfried Borchert ist genannt worden und andere. Und das verbindende Element, das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, das verbindende ideologische Element ist ja nicht nur die Gewalt. Das ideologische Element ist eben das Thema antimuslimischer Rassismus. Darüber wird mobilisiert und darüber müssen wir sprechen. Denn der Aufruf gegen den Salafismus ist ja eigentlich nur ein Deckmantel dafür. Eigentlich geht es um Rassismus, es geht um Islamfeindlichkeit und es geht auch um Hetze gegen hier lebende Musliminnen und Muslime. Und das müssen wir aufdecken. Diese Mischung von Hooligans und Rechtsextremen müssen wir entlarven an dieser Stelle. Denn sie versuchen ja anzuknüpfen an gesellschaftliche Einstellungen. Hier müssen wir klar und deutlich machen, sie sind islamfeindlich, sie sind rassistisch. Was den konkreten Polizeieinsatz angeht, natürlich brauchen wir die kritische Nachbereitung. Das machen wir immer bei solchen großen Demonstrationen. Das machen wir auch am 20. November ausführlich hier im Innenausschuss. Dazu werden wir einen ausführlichen Bericht vom Innenministerium ja noch bekommen und das auch diskutieren müssen. Weil, und das finde ich wichtig, wir auch daraus lernen müssen. Insofern finde ich es auch wichtig für die Polizei, Nachbereitung zu betreiben. Das schwächt sie nicht, das stärkt sie, weil wir damit verhindern können, dass sowas nochmal passiert, weil wir dadurch eventuell auch Anhaltspunkte dafür finden werden, warum wir vielleicht in Zukunft solche Demonstrationen, solche Versammlungen verbieten können. Diese Anhaltspunkte brauchen wir. Und insofern, wir müssen in die Auseinandersetzung über die Inhalte gehen. Das ist, glaube ich, die gemeinsame Aufgabe, die wir hier zu stehen haben. Vielen Dank.